Hallo ihr Lieben, willkommen zu Studio Vlog Nummer 3. Ja, was gibt es Neues zu berichten? Ich habe mir meine Haare geschnitten, weil sie genervt haben, weil sie zu lang waren. Dann, ich habe ja keinen so grünen Daumen. Mir ist meine Rose so ein bisschen eingegangen. Aber hier kommen wieder neue Blätter. Ich bin guter Dinge, dass ich sie jetzt hinbekomme. Und in ungefähr 2 Wochen, nachdem dieses Video online gegangen ist, danach ungefähr in 2 Wochen, kommt ein Video online zu jede Menge neuen Kunstmaterial, was ich gekauft habe über mehrere Wochen, weil ich möchte auch nicht über 3 Stifte nachher ein Video machen. Das finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Also wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich gerne meinen Kanal und klickt die Glocke an. Denn dann verpasst ihr das auch nicht mehr. Ja, und im heutigen Vlog seht ihr wieder, wie ich Echtzeit zeichne. Eine Buntstiftzeichnung von einem Pferd. Und darin werde ich euch auch so ein bisschen zeigen, wie ich das Leder von der Trense gezeichnet habe und den Metallriemen, also da beim Gebiss. Und auch so ein bisschen zeigen, wie ich die Mähne oder den Schopf vom Pferd gezeichnet habe. Aber mehr dazu und noch einige andere Sachen jetzt im Video. So, nun zeige ich euch in Echtzeit, wie ich die Mähne gezeichnet habe. Und da ich hier mit dem Keramikmesser arbeiten möchte, nutze ich eine Grundierung, weil es mir dadurch einfacher möglich ist, diese Technik anzuwenden. Warum und wieso, dazu habe ich bereits Videos, die verlinke ich mal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne im Nachhinein mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und zwar verwende ich hierfür jetzt erstmal einen Warmgrau und ein Kaltgrau an den Stellen, wo es halt in der Mähne ein bisschen kühler wirkt. Bei der Grundierung drücke ich schon ein wenig doller auf, also schon so, dass man schon Farbe auf dem Papier hat, wie ihr ja seht. Wichtig ist nur, dass man da dann dabei dran denkt, dass die Farben natürlich nicht so satt mehr darauf wirken und nicht so leuchtend und auch oftmals nicht mehr so dunkel möglich sind, wie als wenn man jetzt zum Beispiel schwarz direkt auftragen würde. Übrigens arbeite ich hier mit den Polychromos von Faber-Castell und den Luminance von Carandage auf den Arches Hot Pressed Aquarellpapier. Das ist 300 Gramm schwer und es ist, ja, ich sag mal leicht gelblich. Aber ich finde also dieses leicht gelbliche, was ja die meisten Künstlerpapiere auch sind, ich weiß nicht, das passte für mich perfekt zu diesem Farbton vom Pferd auch. Und ich werde euch am Ende auch nochmal das Ergebnis zeigen. Und dann könnt ihr euch ja nochmal selbst ein Bild davon machen, wie ihr das findet. Wie gesagt, ich finde, es passte halt perfekt. Und ich brauchte halt auch ein Papier, wo ich relativ viele Schichten aufbringen kann. Auf dem Lana Bristol finde ich das nicht so gut möglich. Dann blieb mir dann halt das Clairefontaine, das Fabriano, wo ich keine Lust hatte, das zuzuschneiden, weil es auch immer noch ein bisschen gerollt ist, weil ich es ja so aufgehoben habe. Deswegen habe ich mich für das Arches Hot Pressed entschieden, aber ich habe im Gegensatz zu dem Hund, den ich letztes Jahr darauf gezeichnet habe, die Rückseite diesmal genommen. Also ich habe einen Block, beim Hund habe ich die Oberseite genommen, also die man oben auf dem Block findet. Und bei diesem Pferd habe ich jetzt die Unterseite genommen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen besser ging.
auch wenn es ein bisschen rauer war, also man sah ein bisschen mehr weiße Struktur durch und man hatte ein bisschen mehr Mühe, das so ein bisschen zu überdecken mit mehreren Schichten. Aber ich persönlich fand einfach, dass es ja besser war, so zu arbeiten, weil auch ein bisschen das Radieren besser war. Aber vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Oh. Vielleicht hat auch jemand schon mal von euch auf der Rückseite von den Arches gezeichnet und kann vielleicht seine Erfahrung damit dann in den Kommentaren teilen. Aber wie gesagt, ich finde, dass man. Oh, sorry. Oder ich empfand das als besser, als auf der Vorderseite zu zeichnen. Übrigens findet ihr auch meine ganzen Materialien nochmal unten in der Beschreibung wieder. Nun seht ihr, wie ich die verschiedenen Farbtöne einbringe und hierbei auch erstmal schon mal die Schattenbereiche so ein bisschen einzeichne und mir sozusagen markiere dadurch. Nun nutze ich das Nail Art Tool, um einzelne feine Härchen einzudrücken und diese bleiben dann in der Farbe, wie sie halt jetzt sind, entweder zum Beispiel in diesen orangelichen Braun oder in den Grau. Somit könnt ihr nämlich nicht nur weiße Härchen sozusagen freilassen. Das würde dann so gehen, dass ihr, bevor ihr zeichnet, das eindrückt, sondern einfach ihr zeichnet eine Farbe und genau die, die ihr dann gezeichnet habt und dann eindrückt, die bleibt dann erhalten, wenn ihr mit einer anderen Farbe darüber zeichnet. Und so könnt ihr halt auch verschiedene Fellschichten aufbauen. Nun kommen wir nochmal. Ich hatte bei Insta so eine Umfrage gemacht, ob ihr halt noch Fragen habt, die ich in diesem Vlog beantworten könnte. Und da habe ich jetzt einfach mal die Top 3 Fragen, die so reinkamen, rausgesucht. Und eine Frage davon war zum Beispiel, welche Technik ist deine Lieblingstechnik? Und ich sage einfach immer, die Technik muss halt irgendwie zum Motiv passen. Also besonders wenn ich mir jetzt freie Vorlagen heraussuche, muss es halt zum Motiv passen. Und dann macht eigentlich jede Technik Spaß. Und bei Aufträgen kann ich mir das ja nicht aussuchen, da bestimmt ja der Kunde das. Aber sonst sehe ich halt die Vorlage und erst dann entscheide ich mich für eine Technik, die halt meiner Meinung nach am besten zur Vorlage passt.
Kommen wir zur Frage Nummer zwei, und zwar, ja, also so, warum zeichne ich nur Tiere oder ob ich auch andere Sachen außer Tiere zeichne. Und ja, ich zeichne eigentlich hauptsächlich Tiere, manchmal auch in Aquarell so ein bisschen so loose watercolor, Blumen, aber hauptsächlich halt Tiere. Menschen zeichne ich halt gar nicht mehr, weil ich weiß nicht. Wenn man das auch als Auftrag macht, denke ich auch, dass, weil viele sich halt auch anders wahrnehmen, als sie dann auf Fotos abgebildet sind. Und wenn man die Leute dann auch nicht kennt, habe ich da halt auch keine Lust drauf, dass man da ständig irgendwas nachbessern muss. Und ja, also deswegen zeichne ich auch keine Menschen. Und es interessiert mich halt auch nicht, so Menschen zu zeichnen. Also es fasziniert mich halt nicht so wie Tiere. Und deswegen zeichne ich sowas halt nicht. Und Anime ist halt nicht so meins, weil ich halt auch eher so in die realistische Richtung gehen wollte. Aber gerade am Anfang habe ich zum Beispiel halt richtig viel ausprobiert. Ich habe halt so ein bisschen auch abstrakt mit Form und Farben probiert. Ich habe auch Menschen gezeichnet. Ich habe auch ja, so ein bisschen landschaftsmäßig gezeichnet, so Stillleben. Auch mal ein Auto war dabei. Aber wie gesagt, ich bin da halt recht schnell bei den Tieren auch hängen geblieben. Die machen mir auch halt am meisten Spaß und von daher zeichne ich nur Tiere oder hauptsächlich nur Tiere. Nun kommen wir zur dritten Frage, die am häufigsten gestellt wurde. Und zwar, ob ich nicht mehr Echtzeit-Tutorials, Videos machen könnte. Ja, also ich kann verstehen, dass da vielleicht die Nachfrage sehr hoch ist, aber ihr müsst auch verstehen, dass die Zeit, auch die zu bearbeiten, weil ich höre mir das ja alles im Nachhinein nochmal an, was ich hier raufquatsche, das würde halt auch einfach viel zu lange dauern. Und auch wenn ich das einfach so mitlaufen lasse, das Mikro und so. Wie gesagt, also trotzdem höre ich mir das ja an. Das muss auch irgendwie die Geräusche, die dann im Video sind, wenn ich einen Stift ablege, das muss ja auch alles irgendwie passen. Und wenn ich nachher, ich sag einfach mal so 5 Stunden Videomaterial habe und mir das komplett anhören muss, ja, könnt ihr vielleicht selber verstehen, dass es das irgendwie nicht so gut machbar ist für mich, weil ich halt auch einfach nicht die Zeit habe. Deswegen erkläre ich aber auch relativ viel, was ich immer tue. Und ich denke auch, wenn ihr halt viel beobachtet, dann könnt ihr halt trotzdem sehr viel mitnehmen und dazulernen. Und einige Echtzeit-Videos habe ich ja trotzdem auf meinem Channel. Und ja, diese Studio-Vlogs, da seht ihr halt auch alles in Echtzeit. Und vielleicht hilft euch das ja trotzdem ein wenig. Und apropos beobachten, also hier zeige ich jetzt mal so ein paar Ausschnitte. Ja, wie es aussieht, wenn ich arbeite. Ich gucke irgendwie sehr grimmig. Ist mir aufgefallen. Da, also gucke nicht sehr freundlich. Also hier bearbeite ich gerade zum Beispiel Videos. Und hier höre ich mir dann auch nochmal an. Währenddessen kann ich halt nicht zeichnen, weil ich mich auch wirklich auf das konzentriere, was ich dann so rede. Oder ob ich dann irgendeinen Unsinn mal wieder geredet habe. Ja, und auch beim Zeichnen selber, ja, gucke ich halt auch nicht so freundlich, aber es geht gerade noch so. Finde ich irgendwie selber ganz amüsant, wie das so aussieht, weil man sieht sich ja selber nicht, wenn man zeichnet. Nun kommt eine kleine Vorschau, was es so im Art Hole oder Zeichenmaterial Hole Video gibt. Darunter verbirgt sich noch einiges mehr. Insgesamt Material von ungefähr
450 € sind da. Alles selber gekauft, innerhalb von oder über einige Wochen angesammelt und bald bekommt ihr das halt alles zu sehen. Nun möchte ich euch halt zeigen, wie ich den Teil vom Gebiss zeichne, also dieses Metallring-Ding, weil das halt sehr hell ist, helle ich das erstmal so ein bisschen auf mit einem Knetradierer, damit die Vorzeichnung nicht nachher durchschimmert. Und die Vorzeichnung habe ich hier mit Kohlepapier gemacht. Und die lässt sich halt hier drauf auch relativ gut wegradieren. Also ich weiß nicht, vielleicht kam es mir nur so vor. Oder ich habe relativ hell halt nur die Vorzeichnung gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich konnte sie halt nur mit Tupfen vom Knetradierer halt schon sehr gut wegradieren. Ja, Metallzeichnen ist halt auch so eine Sache für sich, finde ich. Man muss halt schauen, es ist eine glatte Oberfläche, die halt relativ viel reflektiert. Oftmals hat das auch diese Reflexion, ich sag mal, harte Kanten, scharfe Kanten. Also dass gleich neben einem dunklen Bereich, dann kommt so ein harter Cut und dann kommt ein heller Bereich, also mit Lichtreflexion. Und das muss man also beobachten. Und deswegen sage ich auch immer, schaut genau auf die Vorlage, schaut euch das Material an. Schaut euch an, wie auch die Oberflächenbeschaffenheit ist. Ich meine, bei Fell sieht halt fällig aus. Leder und halt auch Metall sehen glatt aus, wobei ich finde, Metall sieht auch noch so ein bisschen, ja, hat auch teilweise härtere Abgrenzungen als beim Leder. Und hier lasse ich jetzt auch die ganz hellen Reflexionen erstmal komplett aus, also ich zeichne sie nicht mit ein mit irgendeinem Stift, sondern habe jetzt erstmal die Teile ein bisschen eingezeichnet, wo es so ein bisschen dunklerer wird. Dunklerer? Dunkler wird. Gerade so verschiedene Texturen in einem Bild finde ich recht interessant und teilweise auch schwierig, zum Beispiel ein Baum oder Steine oder auch Gras. Also gerade wenn die Sachen, die man halt nicht häufig zeichnet, sind natürlich schwieriger, finde ich. Aber ich finde, sie machen halt auch Spaß, weil es so ein bisschen Abwechslung bietet zum Fell. So, warum benutze ich hier Grün? Weil das beim Metall reflektiert wurde, weil die Umgebung vom Pferd auch Grün beinhaltet hat. Also bei der Vorlage hat man das halt gesehen, dass das Pferd irgendwo im Grün steht. Und das sah man halt auch da am Gebiss. Und Metall, wie gesagt, das reflektiert ja auch sehr gut die Umgebungsfarben. Und deswegen sollte man sowas dann auch damit einbringen. Und ich erwähne hier wieder bewusst halt auch keine Farben, sondern auch echt nur die Stiftmarken, so möchte ich es nennen, die ich persönlich verwende. Weil, also, ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video vor kurzem erwähnt, dass die Farben halt nicht, ja, die sind halt schon wichtig, wenn man mit, also bunt zeichnet. Aber man sollte auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey, eine ähnliche Farbe reicht. Und ihr müsst auch verstehen, jeder zeichnet anders, jeder hält den Stift anders, jeder gibt mit einem anderen, also zeichnet einen anderen Druck aufs Papier. Selbst wenn man dieselben Farben hätte, würde das Ergebnis ja auch trotzdem noch anders aussehen. Und ihr wollt ja auch lernen, wie man die Farben heraussucht und welche Farben man braucht. Wenn man das halt immer wieder
also ich sag mal, vorgekaut bekommt, dann hilft das ja für später auch nicht. Und ihr wollt ja auch eigenständig zeichnen dann. Und wenn es halt wichtige Farben sind oder ich sage immer Special Farben, dann erwähne ich die ja eigentlich auch. Und ihr seht ja auch, mit welchen Farben ich arbeite oder ob da jetzt zum Beispiel ein Lila dabei ist oder ein, ja, ganz bestimmter Farbton, der euch auffällt. Und von daher sage ich auch immer, einfach genau das Video schauen. Und rein theoretisch kann man auch schon viel aus einem Video mitnehmen, ohne jetzt überhaupt, ich sag mal, den Ton anzuhören. Also versteift euch nicht so auf die Farben im Bild. Die sollten schon halbwegs stimmen. Versteht das nicht falsch, die sollten halbwegs stimmen. Aber es war halt bei mir so, dass ich mich anfangs da so drauf versteift habe, dass ich irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich da auch überhaupt nicht mit klar gekommen bin. Als ich dann irgendwann so zu mir selber gesagt habe, gut, entspann dich. Es ist okay, wenn das leicht anders aussieht, eine Nuance anders aussieht, weil jeder nimmt ja auch die Farben anders wahr. Und seitdem geht das halt auch sehr gut, muss ich sagen. Und ich kann halt echt immer nur wieder sagen, versteift euch bitte doch nicht so auf die Farben, sondern sucht euch ähnliche Farben raus. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch unsicher seid, macht euch eine Farbtabelle von euren vorhandenen Farben, also die Farben, die ihr habt, und schreibt euch das auf. Und das könnt ihr dann einfach neben eure Vorlage legen und somit vergleichen, welche Stifte da am besten zu passen. Und so könnt ihr ganz leicht halt üben, welche Farben ihr braucht. Und irgendwann weiß man auch, oh, die Fellfarbe zum Beispiel habe ich schon oft gezeichnet. Da passt meistens das und das und der Farbton passt dann noch ganz gut dazu als Ergänzung. Aber das kommt halt auch alles mit der Übung. Also von daher seht das alles ein bisschen entspannter. Hier nehme ich jetzt ein Weiß und zeichne auch die Stellen ein, wo der Lichtreflex ist. Und mit dem Weiß verblende ich auch nochmal die ganzen Farben. Heißt, dass die alle nochmal ein bisschen in das Papier reingedrückt werden, dass keine weißen Stellen im Papier übrig bleiben. Und dass, wie gesagt, alles ein bisschen vermischt wird. Und dadurch wirkt das Metall, sage ich mal, auch ein bisschen glatter noch, weil es dadurch eine relativ gleichmäßige Oberfläche bekommt. Und weil man nicht mehr so ein Grissel auf dem Papier hat, sozusagen, sondern dass man, weil man keine Papierstruktur mehr wahrnehmen kann und die Flächen relativ gleichmäßig dann eingefärbt sind. Viele nutzen übrigens auch die Prismacolor. Ich persönlich verwende sie nicht mehr, weil sie mir persönlich einfach wirklich zu weich waren mit der Zeit. Und deswegen nehme ich auch für Buntstiftskizzen nun nur noch die Polychromos und die Luminance. Aber wer auf, ich sag mal, weiche Stifte steht, dass sie wirklich sehr weich sind und sich sehr gut verblenden lassen, der kann gerne mal die Prismacolor austesten. Nun seht ihr mal, was aus unseren Erdbeeren innerhalb von 4 Wochen geworden sind. Also sie sind wirklich in die Höhe geschossen und jede Menge Blüten dran. Die ersten Erdbeeren, also kleinen grünen Erdbeeren, sind auch schon zu sehen. Und auch in unser Insektenhotel sind schon irgendwelche Tiere eingezogen. Wie man da sieht, sind schon einige Löcher zu. Und jetzt geht es noch mal ein bisschen um die Hunde. Aber schaut und hört er selber noch.
Nun kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, was mich die letzte Zeit tatsächlich wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, beschäftigt, ich mich mit beschäftigen muss. Und zwar Hundebegegnung. Ja, sorry, ganz anderes Thema als Zeichnen. Und zwar muss man dazu wissen, Loki war anfangs so ein bisschen ein Leinenpöbler, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er vielleicht einfach an der Leine, ich sag mal, gebunden ist an mich, weil frei macht er das gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir anfangs Probleme, an anderen Hunden vorbeizugehen, was wir durch viel Training hinbekommen haben, dass er das so gut wie gar nicht mehr macht, sondern einfach dran vorbeigeht. Ja, und nun wirklich in diesem Monat waren schon wieder so viele Situationen, wo andere Leute ihre Hunde, die wir und die Hunde, unsere Hunde auch gar nicht kannten, zu unseren Hunden lassen wollten. Also ich habe das nicht zugelassen, ich habe mich dann vor die Hunde gestellt, die anderen Hunde abgeblockt oder ich musste auch die Besitzer darauf hinweisen: Hallo, kannst du mal deinen Hund anleihen? Auf jeden Fall gibt es dann diese Situationen, da, wo entweder der andere Hund angeleint ist, am meist, also meistens an so einer Flexileine, und die Besitzer lassen dann ihren Hund so ja, zu unseren Hunden hinlaufen, weil die Flexileine reicht ja über ein paar Meter. Und dann sage ich immer: Bitte an der Leine nicht, ich möchte das nicht. Einige akzeptieren das, andere gucken mich dann so voll so strange an, denken so: Wow, was ist das denn für eine Person? Und dann sage ich halt immer: Nein, wir sind gerade im Training, weil es ist für Loki halt immer noch eine Trainingssituation. Einmal das, und ich möchte einfach auch keinen Leinenkontakt zu fremden Hunden. So, das ist das Nächste. Ich möchte das einfach nicht, weil ich auch nicht die Erwartungshaltung von meinen Hunden haben möchte, dass sie zu jedem Hund rennen wollen. An der Leine. So, das ist aber ein anderes Thema. Und dann, also was man auch wirklich manchmal für Blicke erntet, so wirklich so: Was ist mit der Person? Och, die müssen ja ganz schlimm sein, die Hunde und so. Nein, es geht einfach darum, dass Loki sich auch zum Beispiel in der Situation sicher fühlt, dass ich das regel, so, und kein anderer Hund, wenn er allein ist, braucht er keine Angst haben, dass irgendwie ein anderer Hund dann herkommt, sondern wir haben die feste Regel: An der Leine wird an anderen Hunden vorbeigegangen. So, wenn wir die Hunde kennen, ist das für mich persönlich eine andere Situation, weil dann können die sich auch kurz beschnüffeln. Man geht vielleicht auch eine Ecke zusammen oder ähnliches, ne? Weil manchmal, gerade zum Beispiel bei Leinenpflicht, ist das ja sonst nicht anders möglich. Aber mit fremden Hunden mache ich sowas grundsätzlich nicht. So, und dann gibt es noch die Hunde, die halt freilaufen, wo die Besitzer schon von weitem einen so zurufen: Meiner tut nichts. Und der will nur spielen. Und wenn irgendwas ist, die regeln das schon unter sich. Und dann denke ich mir jedes Mal so: Was? Weißt du, unsere halt an der Leine, die halt frei. Und dann sage ich immer: Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ihr Hund zu meinen jetzt geht, weil wir sind im Training. Und dann so: Oh, ja, und das sind halt auch meistens diese Hunde. Meistens, ich sage es wirklich extra so, die halt auch einfach nicht hören können, weswegen die das einfach schon mal rufen, weil der Hund hört eh nicht, wenn man den jetzt zurückruft. Ja, dann versuche ich mich auch wieder vor meine Hunde zu stellen. Meistens sind wir auch zu zweit unterwegs, dass einer entweder zur Not sonst den anderen Hund irgendwie festhält, damit wir vorbeigehen können, damit der Besitzer seinen Hund halt einsammeln kann. Und dann denke ich mir immer so: Es kommt. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie die Situation, dass jemand mich gefragt hat, ob die Hunde sich mal beschnüffeln können. Weil dann könnte man ja irgendwie so eine Regelung finden, dass man kurz zusammen geht, dass es dann ja auch mal so einfach so, ja, situationstechnisch so passt, dass sie auch mal die Hunde an einer Stelle schnüffeln und nicht so frontal aufeinandertreffen und auch noch angeleint sind. Und ich wünsche mir das halt auch einfach, dass die Hundebesitzer, gerade wo ja so viele neue Hunde auch überall sind, einfach entweder fragen oder einfach, wenn die Hunde an der Leine sind, einfach dran vorbeigehen. Vor allen Dingen, wenn man schon mega am Rand sitzt oder am Rand vorbeigeht. Ich meine, damit signalisiert man ja wohl anderen eigentlich auch: Hallo, ich möchte keinen Kontakt.
Fertig aus. So, also sorry für den Aufreger, aber das ist mir in letzter Zeit halt echt häufiger aufgefallen, dass diese Situationen immer häufiger vorkommen und man teilweise sehr viel Missverständnis dafür erntet, dass man nicht möchte, dass ein fremder Hund an seinen Hund irgendwie rankommt, an der Leine, wo man oder wo der Hund halt eingeschränkt ist und die Körpersprache teilweise auch eine andere ist, oder anders wirken kann, aufgrund dessen, dass er halt an der Leine ist. Also ich würde mir wünschen, dass wenn andere Leute das nicht schlimm finden, wenn die Leinenkontakt haben, also an der Leine Hundekontakt haben, dass sie entweder fragen, denn man kann kommunizieren miteinander, weil, ne, man spricht ja. Oder dass die halt das einfach so hinnehmen. Gut, der ist an der Leine, geht schon an der Seite vorbei, ich nehme meinen Hund ran oder rufe meinen Hund ran und dann ist das Ding viel besser. Ah. Wie gesagt, sorry für den kleinen Aufreger jetzt, aber wie gesagt, das beschäftigt mich halt noch und jetzt geht's weiter mit dem Video. Nun geht's an die Trense und sorry, dass ich euch eben so voll getextet habe, aber das ist halt eine Sache, die ja regt mich schon ein bisschen auf, dass die Leute einfach so egoistisch sind und einfach nicht nachdenken, weil ich meine, es kann auch einfach mal sein, dass der andere Hund krank ist, weil man den nicht, also wenn man den nicht kennt, dass der vielleicht auch nicht spielen darf, weil er krank ist oder dass er irgendeine ansteckende Krankheit hat. Dass man ihn von den anderen Hunden fernhält, dass er vielleicht auch mal nicht so nett sein kann wie der eigene Hund. Und bedenkt das einfach mal. Also, ne, dass man muss nicht immer voraussetzen, wenn der eigene Hund lieb ist, dass das auch andere sind. Und dass man vielleicht auch, wenn man sowas macht, andere Hunde vor irgendwas schützen möchte. Naja. Also, wenn ihr, wie gesagt, fragt einfach oder geht einfach dran vorbei. Ich denke, das würde nicht nur mir helfen, sondern auch vielleicht anderen. Gerade wenn man irgendwie trainiert, ist das oder wäre das sehr, sehr angenehm, wenn das mehr Leute beherzigen würden. Nun aber, wie gesagt, also nochmal. Sorry, aber es musste einfach mal raus. Jetzt kommen wir zur Trense. Auch hier zeichne ich erstmal mit einem hellen Grau, diesmal nehme ich ein Kaltgrau, so ein bisschen die dunkleren Bereiche der Trense vor. Einfach, dass ich die für mich, sage ich schon mal, eingeblockt habe, wo die hellen und wo die Schatten, also Licht- und Schattenbereiche sind. Auch dieser, ich weiß, Stirnriemen heißt das, glaube ich. Da, wo halt dieser Metallschmuck an der Stirn des Kopfes noch dran ist, also an diesen Riemen. Und das ist, also die ganze Zeichnung ist ja auf Größe A4 und wie man sieht, ist das halt auch nicht sehr groß. Und das macht es halt auch relativ schwer, diesen. Ja, nennt man das Schmuck? Diese Verzierung, so nenne ich es einfach mal, da auch recht realistisch halt darzustellen, weil ich konnte meinen Stift teilweise echt gerade mal ein bisschen benutzen und musste ihn dann wieder spitzen, weil er dann schon zu dick geworden ist, um diese einzelnen kleinen Rauten da einzuzeichnen. Zumal da bei den Rauten dann ja auch wieder Licht- und Schattenbereiche waren. Und gerade wenn das so klein ist, ist es natürlich sehr tricky, das irgendwie gut hinzubekommen.
Wie sonst auch arbeite ich mich hier bei der Trense halt Stück für Stück vor und werde bei den oder arbeite zum Beispiel erstmal die dunklen Bereiche aus und werde da auch immer dunkler mit der Zeit und zeichne nicht sofort richtig stark mit Schwarz halt die Bereiche ein. Einfach für den Fall, dass, wenn es irgendwie ein bisschen falsch ist, dass ich so noch besser was korrigieren kann und ein bisschen auf der sicheren Seite bin. Ihr seht ja schon, dass ich arge Probleme hatte mit den Luminance, weil die sind auch ein bisschen weicher als die Polychromos und die kriegen natürlich noch schneller so eine Rundung vorne, als die Polychromos echt Probleme hatte, diese kleinen Bereiche auszufüllen. Aber so nach und nach habe ich dann doch die Struktur herausgearbeitet bekommen. Und so arbeite ich mich jetzt einfach ein wenig durch die Trense durch sozusagen.
Wie ihr seht, bin ich jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Langsam habe ich auch diesen Metallschmuck am Stirnriemen ein wenig besser ausgearbeitet. Und das Ganze nimmt nun etwas mehr Form an. Natürlich, wie gesagt, auf einem größeren Blatt Papier wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ich finde es allgemein ein bisschen einfacher, auf größeren Formaten zu zeichnen, weil man einmal auch den Stift dann nicht so häufig spitzen muss, wie bei so einem kleinen Bild, weil man kann ja größere Striche auch bei kurzen Fellen machen, weil es ja größer dargestellt ist. Apropos, wenn ihr Infos zu Fellzeichnen, Grundlagen haben wollt, das war komisch gesagt. Also wenn ihr ein Video anschauen wollt, wo ich die Grundlagen vom Fellzeichnen erkläre, dazu habe ich bereits ein Video, das lasse ich euch oben rechts mal einblenden. Da könnt ihr gerne im Nachhinein vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, also ich finde es halt größer zu zeichnen einfacher, aber ich mag es auch irgendwie so kleine Porträts zu zeichnen. Also so als Abwechslung. Aber generell finde ich halt die größeren für mich persönlich etwas einfacher. Wie geht es euch denn damit? Also findet ihr es leichter, auf einem größeren Format Bilder zu zeichnen oder fällt es euch leichter, auf einem kleineren Format das alles zu zeichnen? Ich denke auch, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man zeichnet. Ob man jetzt zum Beispiel flächig zeichnet, weil ich glaube, auch dann könnte vielleicht auch kleiner einfacher sein, weil man dann einen besseren Gesamtüberblick hat über das Bild, weil es halt kleiner ist. Also das kann ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob es so ist. Aber wie gesagt, so wie ich zeichne, ist es für mich einfacher, größere Formate zu zeichnen. Und übrigens, es tut mir leid, dass das schon wieder so ein langes Video geworden ist, so ein langer Studio-Vlog. Aber ihr hattet dafür ja auch ein bisschen Echtzeit-Content zur Mine, zum Metall und zur Trense, was ich bisher, glaube ich, noch gar nicht so viel gezeigt habe in Videos. Ich glaube, Mine schon mal. Aber ich glaube, Trense und sowas noch nicht. Und deswegen wollte ich das einfach mal mit reinnehmen, um nochmal ein bisschen was anderes zu zeigen. Und diesmal ist dafür kein Fell dabei, aber ich denke, dazu habe ich wirklich auch genug Videos auf meinem Kanal, wo jetzt übrigens über 120, 130 Videos mittlerweile schon sind. Und ich bin ja jetzt seit über einem Jahr relativ aktiv auf YouTube. Und mal schauen, was das nächste Jahr so bringt, wo ich dann stehe. Ich bin gespannt, wo das alles hier noch so hinführt. Aber jetzt seht ihr erstmal das fertige Bild. Und ich bin gespannt, wie eure Meinungen dazu so sind. So, das war's mit dem heutigen Studio-Vlog. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt gerne einen Like, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt dran, wenn ihr daran erinnert werden wollt, wenn das Video online geht von den Art Hole, dass ihr meinen Channel dann abonnieren solltet und auch die Glocke anklicken solltet, weil dann verpasst ihr das Video auf keinen Fall. So, und ihr könnt hier jetzt noch ein bisschen weiter stöbern auf meinen Channel. Wir sehen uns in einem Video davon wieder. Bis dann. Tschüss.